Hallo in die Runde und willkommen zurück zu einer entspannten Runde Enshrouded hier beim Zockbock. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht weiter mit unserer Silvi. Wir waren beim letzten Mal hier in den Klosterruinen unterwegs und haben, naja, dem ganzen Gemäuer so ein bisschen Geheimnis entrissen. Die Hintergrundgeschichte war auf jeden Fall super schön. Es waren die Geliebten, die wir dann auch gestern in dem Refugium der Flamme gefunden haben. Und es bleibt immer noch der Plan bestehen, vor der Baurunde noch einen weiteren Mitbewohner zu holen. Und zwar hier den Alchemisten. Genau, dort wollen wir hin. Vorher dachte ich mir aber, wir schauen uns mal dort drüben dieses Gehöft noch an. Denn auf dem Weg gibt es auch noch Mais, was für uns als Krieger ja hervorragend ist, wegen dem Stärkebonus. Und außerdem sieht es da aus, als ob es da noch die ein oder andere Kiste für uns geben könnte. Danach geht es zum Alchemisten, ohne Umschweife. Aber hier wollte ich auf jeden Fall nochmal mit euch reinschauen. Silvi ist auch schon ganz aufgeregt, was heute passieren wird. Und je nachdem, wie schnell wir durchkommen, könnten wir uns überlegen, noch die Jägerin hier zu holen, weil das ist super nah dran. Ich glaube, das ist wirklich nicht weit. Oder ob wir uns darauf beschränken, mit dem Alchemisten heute nach Hause zu gehen. Aber da würde ich sagen, wir machen das Ganze entspannt. Wir gehen erstmal rein, wir schauen, wie lange wir brauchen bis zum Alchemisten. Und dann sehen wir gemeinsam weiter. Den Mais nehmen wir natürlich mit hier. Hinten sind noch zwei. Und da freue ich mich natürlich auch enorm auf die Bäuerin. Das ist ein weiterer Weg, den wir da noch vor uns haben. Aber wenn wir die haben, können wir selber Ackerbau betreiben. Das steht auf jeden Fall für den Basebau ganz, ganz oben auf meiner Liste. So, jetzt können wir erstmal ins Erntegehöft. Ich habe beim Vorbeifliegen hier noch einen Wolf gesehen, genau. Da ist er, da ist noch einer. Ja. Kiste. Sogar, ist das eine goldene? Sind da vergraben? Hirte des Donners. Wollen wir den mal gleich ausprobieren? Wir haben ja bisher noch gar keinen Zauberstab in der Hand gehabt. Komm, wir packen den mal statt der Axt vielleicht. Ah, okay, dafür braucht man Munition. Das ist so ein großer. Da haben wir natürlich gerade nichts. Ja, hier könnte man halt Schrott farmen, ne? Das ist jetzt alles nicht unser Thema. Hier ist auch nichts weiter. Ob man, also wenn es hier so einen Futtertrog gibt, ob man später auch Viehzucht betreiben kann? Das fände ich cool. Ich würde gern so eine Herde an Ziegenböcken haben. Das wäre irgendwie passend, oder? So. Wurdet ihr alle aufgefressen? Ihr Arm. Aber euch lasse ich natürlich nicht verkommen. Euer Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Euch werden ich rächen. Irgendwas? Kistenmäßiges? Nö. Man weiß ja nie. So, jetzt holen wir uns nochmal den Wolf da. Ich sehe noch ein paar Tomaten da hinten. Das ist auch schön. Ich hätte auch gern so... Also diese Hochbeete würde ich auch gern bauen können. Ich hoffe, das geht dann auch mit der Bäuerin. Pilze können wir eigentlich auch mitnehmen, warum nicht? Ich meine, wir sind jetzt keine Magier und die geben hauptsächlich Mana-Bonus. Aber wenn wir doch mal Magie umskillen wollen, dann sind wir bestimmt froh, dass wir ein paar Pilze auf Lager haben. Klingt so, als wäre hier noch... Ah, guck. Ah, guck. Heilzauber. Relativ uninteressant für uns. Da drin gibt es auf jeden Fall was zu lesen. Ja.
Jedes Mal treffen die mich. Diese verflixten Ratten. Oh, schon. Und die erschrecken mich. Ach, schon letzte Folge. Mann. Geh weg. Nicht. Geht doch weg. Lasst mich doch in Frieden. Und die hören doch nicht auf. Ich glaube, wir haben keinen Dietrich. Haben wir Schrott? Finden wir hier Schrott genügend, um diese Kiste aufzukriegen? Ich würde die jetzt schon gern aufmachen. Sah so aus, als wäre dahinter was gewesen, oder? Gibt es da Schrott raus? Hier. Da kamen Nägel raus, oder? Warte. Tatsächlich. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, da. Einmal Schrott. Jetzt bräuchten wir nur noch einmal Schrott. Das wäre schon gut, wenn wir jetzt noch irgendwo... Hier vielleicht. Es wird doch da. Genau, und jetzt können wir nämlich uns noch fixen Dietrich machen. Und damit diese Kiste auf. Genau. Ja, na, das hat sich ja gelohnt. Den nehmen wir natürlich mit, den Trank. Ich finde es so schön, das Ambiente, auch mit dem Licht und so. Das ist echt sehr gelungen. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ich meine, es gibt ja noch andere Biome und so weiter. Wir sind ja erst ganz am Anfang. Hier könnte ich mir auch echt gut vorstellen, einzuziehen. Man hat draußen schon Beete und so. Was steht hier? Ich habe ihn tief vergraben. Gestern kamen sie wieder in Scharen, sonnengegerbte Heiden. Sie verrenken ihren Körper jedes Mal, wenn sie vor ihren Göttern, ihren Idolen, den Erbauern knien. Zu viele Mäuler zu stopfen und immer die Hände für Almosen geöffnet. Ich würde sie ja zurück ins Ödland schicken. Mich halten sie nicht zum Narren. Ich habe meinen Schatz auf meinem eingezäunten Hinterhof bei dem Unterstand vergraben. Dort werden sie ihn nie finden. Nicht unter all dem Schlamm. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Das ist vermutlich die Kiste, die wir ausgegraben haben. Die haben wir also schon. Ich glaube, sonst soweit gibt es hier bestimmt ein Bett noch. Aber es ist sowieso noch Tag. Hier gibt es auch Betten und so. Man müsste wirklich nicht viel machen. Man könnte die Wände zubauen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier vielleicht dieses Haus nutzbar machen. Was haben sie denn mit dir hier angestellt? Oh je. Ist das ein Fell? Ah, finde die Jägerin. Trocknetes Fell. Mhm. So, auf zum Alchemisten. Wir haben diesen Plan schon viel zu lang. Da müssen wir ihn jetzt erstmal holen gehen. Den Mais nehmen wir noch mit. Hier, den hier. Hallo? Hallo? Okay. Dann nicht. Wir sind jetzt ja wieder reingeladen. Das heißt, es gibt ja die ganzen Truhen wieder. Wir gucken mal kurz nochmal auf den Kirchturm hoch. Vielleicht gibt es jetzt was anderes zu finden als diese Dachbeine. Wir gucken mal nach.
Hier war doch die Kiste. Und dann können wir gleich mit unserem Gleitschirm rüberfliegen in Richtung Alchemist. Nee, ne? Hier, guck, die ist offen. Doch, nochmal Ziegeldächer. Oh, nehmen wir gerne mit. Müssen wir selber nicht bauen. Ich würde immer noch gern diesen Steinblock dafür haben. Falls jemand weiß, wo ich den herbekomme, schreibt es gern in die Kommentare. Jetzt geht's erstmal los. Da in die Richtung müssen wir. Da hinten sehe ich doch schon die Krypta. So weit ist es ja nicht. Ich höre doch schon wieder Bienen. Dann gehen wir jetzt einfach. Hier wäre noch ein Quest, aber den können wir auch nachher machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal schnurstracks da hoch. Geht's da hier lang? Ist auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Sieht aus wie eine Mine. Auf jeden Fall voller Miasma. Gut, das ist ja jetzt aber nicht unser Ziel, ne? Das ist jetzt nicht unser Ziel. Komm mal hier hoch. Guck mal. Ist was zu finden? Ja, mal guck mal da hinten. Seht ihr das? Diese Punkte? Ich meine, wir farmen jetzt ein bisschen Stein nebenbei, aber ich. Was ist das denn? Ist hier irgendwas kaputt gegangen? Ach, schaut mal. Hier ist irgendwas. Irgendwas unterm Stein. Das soll wahrscheinlich nicht so sein. Okay, hier geht es auf jeden Fall nicht hoch. Ich glaube, da geht es auch nicht zum. Okay, und eine große, große Feuersteinmine. Hier geht's lang. Dann nehmen wir den Weg. Dann nehmen wir den Weg. Genau. Hier sind wir richtig. Das sieht nach Banditen aus. Ah gut, was soll kommen, oder? Was soll kommen? Wir können ja mal gucken. Wir haben, glaube ich, noch Skillpunkte zu vergeben, oder? Bevor wir jetzt da reinmarschieren, können wir uns noch ein bisschen optimieren. 3 Stück sogar. Also den haben wir. Das will ich auch unbedingt noch machen. Die Blöcke schlagen, dann. Das war jetzt nicht der Plan. Das hier wollte ich auf jeden Fall freischalten. Und dann Sprungangriff finde ich auch sehr cool. Könnte mir auch vorstellen, noch was auf Leben zu geben. Was ist hier? Ausweichangriff? Komm, wir gehen mal Richtung. Wir gehen mal Richtung Sprungangriff. So. Jetzt können wir die schneller ins Taumeln bringen. Hallo? Oh, Bombe. Okay, da bin ich ja gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Hallo? Hallo? Bei den Bomben müssen wir ein bisschen fixer sein. Das wird sonst nichts.
Da drüben können wir hin. Wir können aber auch erstmal direkt reingehen, oder? Zum Alchemisten. Komm, wir gehen direkt rein. Wir mampfen nochmal ordentlich. Was soll schon kommen? Ich habe keine Angst vor euch. Wir sind auch durch die Rüstung und den Schild mittlerweile ziemlich gut gerüstet. Gut gebufft. Sind wir da ganz gut unterwegs. Flinke Füße. Die habe ich doch schon im Augenwinkel. Hier muss man auch nochmal mit der Spitzhacke durch. Das gibt eine Menge Schrott, glaube ich. Da unten ist Lava. Da drüben ist noch ein Bandit. Da ist noch ein Turm. War es das schon an Gegnern? Oh, zwei. Genau, das macht diesen Skill, den wir uns gerade geholt haben. Wenn wir auf deren Block schlagen, dann erhöhen wir die Chance, dass sie schneller ins Taumeln kommen. Um 20% bekommen die mehr von diesem Betäubungsstack. Das ist natürlich super cool. Da sind die so schnell im Taumeln. Und dann könnten wir auch diesen gnadenlosen Angriff machen, den wir echt noch wenig benutzt haben, muss ich sagen. Seid ihr überhaupt da? Ja, ihr seid da. Na gut. Jetzt wird es auch noch dunkel, aber wir gehen sowieso jetzt in die Krypta. Rein hier zum Alchemisten. Scheint voller Räuber zu sein. Schon. Oh, Elixier finde ich sehr cool. Das macht eine Menge Schadensbonus. Ja, diese Fellfetzen, weiß ich nicht, ob wir die wirklich brauchen. Junge, wir hauen aber auch echt rein mittlerweile. Im Verhältnis zum Anfang. Und wir kriegen echt aktuell super wenig Schaden. Aber ich nehme an, das liegt daran, dass wir Level 4 sind und wir sind eigentlich gerade ein bisschen im Level zu hoch für die Region, wo wir sind. Wir müssen eigentlich weiter. Da ist doch eine Geheimtür, das sehe ich doch von hier. Die Geheimtüren sind hier nicht sehr geheim. So. Hier ist mein Keller. Oh ja. Okay, das ist ja der Klassiker, ne? Das geht halt jetzt wieder an. Steine. Wir haben so viele abgebaut. Die würde ich schon gerne mitnehmen. Das können wir hier lassen. Episch sogar. Wildwolf Langbogen. Oh, das, ich sehe hier gerade. Der ist ziemlich gut. Richtig viel kritische Trefferchance. Mega gut. Haben wir den jetzt eingesteckt? Ja, der ist besser, oder? Als unserer. Den, 14. Ja, aber wir können den ja noch. Aber unsere ist Stufe 6. Unsere ist Stufe 6. Da weiß ich noch nicht, was ich mache. Wenn wir ein bisschen überziehen, könnten wir vielleicht die Jägerin holen, ne?
Aber ich will jetzt schon hier noch nachgucken, was hier oben ist. Ist hier kein Gegner mehr? Doch, da ist noch einer und da ist auch der Alchemist jetzt drin. Und zwei sogar. Jawohl. Also das gefällt mir sehr gut mit dem schnelleren Staggern. Da holen wir den Alchemisten, Leute. Dann sacken wir ihn ein. Zack. Einiges an Rezepten bekommen. Den können wir jetzt auch mit unserem Beschwörerstab in unserer Basis holen. Machen wir dann natürlich. Was ist jetzt hier oben noch? Was ist hier oben noch? So weit, so gut. Hier geht's raus. Kommt man da irgendwie noch hoch oder was? Ist da oben noch irgendwas? Weiß man nicht, ne? Ist halt dunkel jetzt. Auf der anderen Seite kurz gucken. Nee, ne? Das ist auch nur hier die Decke von hier. Ja, dann lasst uns doch fix. Dann lasst uns doch wirklich... Hier ist noch irgendwas. Und gab es hier noch... Oh, da ist eine Kiste. Oh, meisterhafter Streitkolben. Das klingt nach uns. Ja, tut mir leid, jetzt weg damit mit diesem Zauberstuff. Ich würde ihn zumindest ganz zerlegen. Stufe 3, den nehmen wir auseinander. Da gibt es noch was zu lesen. Seht ihr es? Unsere Beute ist verstaut. Die Beute war zu gut, um sie mit dem Rest dieser Halsabschneider zu teilen. Also versteckte ich die besten Teile am letzten Ort, an dem jemand suchen würde. Du kennst die Höhle gut genug. Geradezu. Geradezu. Da hinten. Da ist irgendwas Dunkles. Gehen wir noch schnell hin. Gehen wir noch schnell hin. Versteckte Beute ist genau unser... Da ist doch eine Höhle. Ich habe sie schon gefunden. Los geht's, Silvi. Auf geht's. Auf geht's, Silvi. Uiui, drei Jungs. Diese Block, ich finde das großartig, dass man so viel blocken kann. Man muss nur dran denken. Den hier haben wir erwischt, das war geschickt gemacht. So. Was habt ihr denn jetzt hier in unserer Höhle? Also in eurer Höhle. Oh, eine goldene Kiste. Hallo. Legendäres Schwert, die heulende Klinge. Eine hervorragend gefertigte Klinge, die gut ausbalanciert und sehr scharf ist. Sie schneidet durch Gegner wie ein Geheul durch die Nacht. Sie trägt das Zeichen eines berühmten Schmieds aus Leuchtenstein. Ist das nicht unserer? Daheim? Ist das nicht unser Schmied, um den es da geht? Kommt der nicht aus Leuchtenstein? Dietrich. Aber das ist jetzt auch, da ist jetzt auch nichts drin. Oh, da ist ein Dietrich.
Das ist ja praktisch, dass wir gleich einen finden. Das ist ja praktisch. Dann nehmen wir den natürlich. Dann nehmen wir den natürlich. Dann finde ich auch okay, dass wir die Kiste aufmachen. Aber ja, was soll schon drin sein? Hier nochmal kurz reingucken. Bot nehmen wir mit. Das können wir gebrauchen. Und wenn es nur jetzt bei demnächst zum Ausbau unserer Base ist. Cool, dann hätten wir das noch geschafft. Das machen wir bei einem anderen Mal. Ich will jetzt noch diese Jägerin haben, Leute. Ich möchte jetzt noch diese Jägerin. Dann lasst uns doch schnell hier rüber reisen. Dann können wir zumindest mal ablegen zu Hause. Ich glaube, der Schmied will uns was erzählen, oder? Wenn der so laut ruft. Ja, vielleicht ist er auch zu gestresst, oder? Komm, wir geben jetzt... Oh, der will tatsächlich was erzählen. Die heulende Klinge. Die haben wir gefunden. Du schwingst die heulende Klinge? Ich habe sie für sie geschmiedet, bevor sie mich verließ. Gut, du darfst sie an ihrer Stelle schwingen. Durchbohre das Herz des Meersmaß, Flammenblut. Das hätte meine Tochter so gewollt. Oh je, seine Tochter. Boah, ist aber lieb von ihm, dass wir die tragen dürfen. Können wir die gleich ausbauen? Komm, können wir die? Wir haben doch genug Münzen, oder? Wir werten die direkt auf. Ja, wo sind denn unsere Münzen? Da. Wir haben doch genug. Wir haben genug. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ich liebe diesen Shortcut. Shift-R ist der Wahnsinn. Irre gut. Zack. Sehr, sehr gut. Tränke. Zack. Sehr, sehr, sehr gut. So, dann hätten wir das jetzt erstmal alles verstaut. Dann gucken wir mal kurz weiter. Die wollen wir jetzt aufwerten. Aber das Zeug würde ich gerne noch wegpacken hier. Ich glaube, dann würde ich das Fell hier erstmal hier hinpacken. Oh, wir könnten vielleicht noch ein paar Tierhäute gebrauchen. Zukünftig. Die kommen draußen hin, das auch. Die können wir mal hier mit reinpacken. Und Nägel vielleicht hier hinten zu den Platten. Oh. Und dann war noch die Frage, was machen wir jetzt mit diesen Bodungen? Ja, ja, ja. Der ist schon gut, vor allen Dingen was so Crit angeht, ne? Da wäre es vielleicht interessant, den auch noch aufzuwerten hier. Dann kommt er auch an den Schaden hier ran. Aber der hat auch Hinterhaltsschaden. 20% kritische Treffer. Aber der hier braucht immerhin nicht, dass wir schleichen. Das heißt, der ist grundsätzlich erstmal besser. Dann würde ich den doch aufwerten, den epischen. Auch wenn der nicht so stark ist. Also jetzt erstmal hier. Ganz klar. Damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Das ersetzt unser Bronzeschwert. Hat auch überall ein bisschen Schaden. Das ist nicht schlecht. Und den hier auch. Perfekt. Macht sogar mehr Schaden. Sehr gut. Das heißt, den hier, den zerlegen wir einfach. Der hier kommt jetzt in die Ausrüstung. Den hier da rein zum Gold. Gold. Runen. Und dann packen wir die hier mal hier hin. Den hier. Ich meine, wir haben den hier. Dann würde ich den einfach hier zerlegen. Runen packen wir hier rein. Die Klinge würde ich eigentlich auch zerlegen. Ich meine, die macht eine Menge Schnittschaden, aber ich glaube, wir fahren mit dem Teil einfach besser. Zack. Haben wir für die nächsten Aufwertungen schon was da. Bomben haben wir echt gut gespart. Mal sehen, wann wir irgendwas zerlegen können. Und dann wäre ich soweit happy. Wir nehmen mal unseren Beschwörungsstab. Ich glaube, wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, wir können uns auf den Weg machen zur Jägerin.
Und dann gucken wir mal, wie lange es dauert. 45-Minuten-Folge wäre ja auch in Ordnung, oder? Das machen wir alle mit. Aber jetzt erstmal unseren Balthasar. Der sieht gut aus. Der muss jetzt erstmal damit klarkommen, dass er hier keine Bude hat. Hey, Balthasar. Du hast nicht ganz eine passende Stimme zu deinem Aussehen, muss ich sagen. Was führt dich hierher, mein Freund? Hört ihr mich? Seht ihr mich? Ja, ist alles gut, ne? Gut. Unterschlupf. Einen Unterschlupf? Meine Tränke, Werkzeuge, alles nutzlos ohne Unterschlupf. Bitte baue mir einen Ort, an dem ich vernünftig arbeiten kann. Da haben wir ja schon gesagt, er bekommt auch seine Hütte. Schreinerei. Ein weiteres Paar Hände wäre nützlich, wenn wir jemals planen, die Basis zu erweitern. Ich für meinen Teil könnte mehr Platz für meine Tränke gebrauchen. Ich weiß zufällig, wo sich eine weitere Krypta der Erbauer befindet. Warum siehst du dich nicht um? Oh, kriegen wir da einen Schreiner? Den hatten wir uns im Stream mal angeguckt, glaube ich. Ewig magisch. Wir sind Staubkörnchen in einem Wirbelwind aus Sternen, mein Freund. Traust du dich, die Hand auszustrecken, um ein Stück der Ewigkeit zu ergreifen? Vielleicht wäre ein ewiger Zauberspruch etwas für dich. Ich weiß, dass ein solcher in einer unterirdischen Gruft zusammen mit seinem schrecklichen Meister begraben wurde. Du könntest damit eine Menge Gutes tun. Das wird unser erster Zauber wahrscheinlich, wenn wir das wollen. Was kannst du denn bauen? Ein Schleifstein? Ah, da können wir dann Knochenmehl wahrscheinlich machen. Genauso wie diese ganzen Geschichten hier. Miasma-Seele. Aha. Magierstab. Gut, da haben wir einen besseren, ne? Und ein Zauberer-Set als Rüstung. Gut, spielt jetzt für uns erstmal in unserer Spielweise nicht die wahnsinnige Rolle, außer natürlich der Heiltrank hier. Und ganz ehrlich, der ist super easy herzustellen. Wir haben zwar noch genug und wir wissen, wo wir die looten können, aber wenn wir doch mal welche brauchen, dann hier. Und das ist auch gut. Cool. Okay. Super. Den haben wir. Wir sind vorbereitet. Ich würde den Beschwörungsstab erstmal wieder hier parken. Und dann würde ich sagen, wir nutzen mal die Chance. Wir gucken mal, wo der Schreiner... Ist der hier? Ja, hier ist der Schreiner. Dann würde ich sagen, wir machen mal flinke Füße und gucken, dass wir hier noch hinkommen. Oder zumindest in die Nähe. Wir gucken mal, wie lange es dauert. Auf geht's. Ich glaube, wir können einfach durchs Miasma gehen, oder? Hier hinten lang, dann können wir noch den Quest angucken. Oh, und unser Schwert. Das sieht ja mal schick aus. Oh ja. Oh ja. Sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Die Waffe von Oswalds Tochter. Gut, wir hüpfen hier drüben runter und gehen dann hinter der Ruine einfach vorbei. Wir müssen noch was essen, das können wir gleich unten erledigen. Wir landen mal hier zwischen. Wässerchen, Wolfsfleisch, Honig. Super. Ich habe jetzt auch wenig Angst, hier unten reinzugehen, das sollte kein Problem darstellen. Mittlerweile natürlich, was unser Level angeht, super easy für uns. Aber wir können sie gut looten. Und wir haben auch bald ein neues Level. War ja nicht mal ein Bogenschütze. Der kam wohl nicht wieder. Da ist er. Erwischt. Einfach direkt in den Knockout verfrachtet. Autsch. Und da hinten war diese Nummer mit dem Miasma-Level, Leute. Da gucken wir jetzt nochmal rein. Boah, direkt in den Knockout. Die arme Sau. Wenn ich in den Block schlage von denen, sind die sofort Knockout. Mit der Waffe. Hier. Hier kamen wir nämlich nicht rein.
Hier war mir erstmal Stufe 2. Komm, dann gehen wir mal kurz rein. Hier bitte. Was ist denn hier hinten? Das will ich jetzt schon. Wo sind wir denn? Aha. Hier ist ein Weg. Das ist der hier. Okay, kommt. Nur mal kurz gucken. Da kommen wir hier durch. Karte. Ach, hier hin. Kommen wir von hier aus vielleicht dann auch zu der Brücke da hoch? Dann wäre das ja jetzt Win-Win. Hier rum. So ein richtiges Tal im Miasma. Bisschen auf die Zeit gucken. Habe ich ganz vergessen, dass wir darauf achten sollten. Aber hier ist nichts, ne? Es ist ziemlich öde. Na gut. Wir sind durch. Hier gibt es Schutz. Ach, wegen Überdachung wahrscheinlich. Und kommen wir hier raus? Das ist jetzt die große Frage, weil dann jetzt hier geradeaus weiter ist gar nicht so unser Ziel. Wir wollen ja oben, hier kommen wir auf jeden Fall aus dem Miasma raus. Wir wollen ja mal gucken, wo wir sind. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Da ist so eine Art Krater. Und hier können wir bestimmt... Das kriegen wir hin, oder? Da kommen wir irgendwie hoch. Autsch. Ich würde jetzt hier mal reingucken. Oh ja, da... Nein, da nicht reinfallen. Rot ist mir erstmal nicht gut. Da oben ist eine Hütte. Gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. Das ist immer so eine Sache mit den Bergen. Oh, stopp. Okay. Da an der Seite, glaube ich. Ansonsten hacken wir uns eine Stufe rein. Genau. So. Das ist der Weg, um irgendwo hochzukommen, auf jeden Fall. Zack. Von so einer Schräge lassen wir uns nicht aufhalten. Da ist es schon, oder? Ja, Leute, komm. Ja, Leute. Finde die Jägerin, genau. Hier waren wir halt noch nicht und da hinten haben wir ein Haus gesehen. Das würde ich mir auch gerne noch angucken wollen. Es gibt halt so schöne Sachen zu entdecken, ne? Komm, die schnappen wir uns noch, die Jägerin. Die möchte ich jetzt noch haben. Was ist das denn? Also ein Wolf, klar, aber dahinter wohnt da jemand? Uiuiuiui. Dankeschön. Da gibt's jemanden. Hallo? Du verbrennst an deinem Lagerfeuer, wer auch immer du bist. Hallo? Sind das die ausgewachsenen Ewoks? Du bist ja knuffig. Bist du süß? Gott, bist du niedlich. Können wir Freunde sein? Ich will ihn jetzt gar nicht töten. Das war jetzt irgendwie mies, ne? Knuffig. Wie wohnst du denn hier? Feuerchen? Du siehst aus, als würdest du hier so Fallen haben. Und da so Jäger. Was findet man bei euch? Steine, wow. Wahnsinn. Aber Tierfelle kann ich bei euch klauen. Und hier drauf schlaft ihr, oder was? Na, Felle gibt's bei euch, auf jeden Fall. Dann noch mehr Felle. Damit wäre unser Tierfellenproblem auf jeden Fall gelöst. So.
Ich will das jetzt noch machen. Komm, wir holen uns noch die Jäger. Auf geht's. Haben sich hier diese fälligen Kollegen eingenistet? Ja, sieht so aus. Komm, wir holen uns die. Kommt her, Freunde. Ja, dadurch, dass wir so gut den Knockout kriegen, wenn wir auf den Block schlagen, kriegen wir die alle locker in den Knockout. Der Skill war echt hilfreich. Obwohl, man kann ja die ganzen Pferde von denen sammeln. Nicht von ihnen. Auch ein bisschen krass, ne? Dass die bestehen ja selber eigentlich zu 100% aus Fell. Dass das dann Jäger sind. Ich meine, die müssen doch wissen, wie es ist, wenn einem das Fell abgezogen wird. Dass das keine Veganer sind. Oh, und die haben hier so ein Pentagramm hängen. Das hätte ich auch gern zu Hause. Schade. Oder sowas zum Aufhängen bei uns in der Bude? Fände ich gut. Geht's. Die Jägerin ruft. Da drüben ist noch einer. Ja, der muss noch weg. Jetzt haben wir überzogen, jetzt überziehen wir. Attacke! Oh, das hat sich gelohnt. Stufenaufstieg, Freunde. Stufe 5. Sehr cool. Okay, die sind ja alle Stufe 3, ne? Wir müssen auf jeden Fall in eine andere Region. Man merkt es schon. Wer bist du da oben? Was hast denn du für eine Keule? Hi? Was machst du da? Greifst du mich nicht an? Du heilst nur deine Kumpel. Und dann bist du friedlich zu mir? Ja, na, dann töte ich dich nicht, ne? Ja, ja, ja. Brüll, brüll. Ne, den lassen wir in Ruhe, oder? Du bist ja... Kann ich dich mit nach Hause nehmen? Das wäre doch super cool. So ein Schaman. Ja, aber vielleicht ist er jetzt nicht so gut auf uns zu sprechen, weil wir jetzt seine Kollegen da das Fell über die Ohren gezogen haben. Hm. Ist da drüben noch was? Wir lassen den in Ruhe, oder? Ich töte ihn nicht. Der lässt mich ja auch in Frieden. Der lässt mich ja in Ruhe. Ich gehe. Tschüss, tschüss. Mach's gut. Oh, die Armen. Guckt mal hier, die haben den Blitzball abgekriegt. Okay. Okay, okay. Okay, Lava. Hier gibt es eine Tür, die mit drei... goldene Kiste. Eins. Da hinten ist einer. Da muss man sich wohl hinschwingen. Okay. Hier geht's hoch. Da drüben auch. Schwuppdiwupp. Sind wir schon hier oben? Na, die Truhe da unten, die holen wir dann später. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt hier mal fix. Fix die Jägerin, oder? Krypta der Jägerin. Zack. Ah, wir können dann bei ihr getrocknetes Fell herstellen. Trockengestell. Sehr cool. Und Bogenschützenrüstung. Mega gut. Okay, damit ich jetzt nicht weiter überziehe, beende ich jetzt einfach für euch hier die Folge. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir machen genau hier an diesem Ort in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, schön, dass ihr dabei wart.
Wenn euch die Abenteuer von Sylvie gefallen, dann lasst gerne ein Abo da und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.